Bremen 1, die Chronik. 12. Februar 1999. Heute vor 20 Jahren starb der deutsche Schauspieler Heinz Schubert. Norbert Kunze. Er sei vor allem ehrlich, ganz und gar redlich vom Charakter. Doch kostet ihn seine Loyalität zu Vaterland und Regimentskasse am Ende das Leben, dem Schweizer Kars. Sie hat das zweite Gesicht, das sagen alle. Sie sagt die Zukunft voraus. Dann sag doch mal dem Herrn Feldwebel die Zukunft voraus. Es möchte ihn amüsieren. Ich halte nichts davon. Mutter Courage und ihre Kinder. Eine Chronik aus dem 30-jährigen Krieg von Bertolt Brecht. Mit 26 spielte Schubert unter Bertolt Brecht den einfältigen Schweizer Kars in der Mutter Courage. 1961 ist er zusammen mit Helene Weigel in der legendären Verfilmung zu sehen. Eine Prachtrolle und Steilvorlage für eine große Bühnenkarriere. Doch Schubert sollte in späteren Jahren seine ganz eigene Bühne haben. Doch zunächst rief die DEFA. Ich sage, bitte geht. Und was machen die Luschen, die gehen? Jeden Tag eine Stunde früher Feierabend wegen dem Bus. Ist das ein Zustand, langhaarige Bauführer? Und was glaubst du, was die mir gesagt hat? Nichts hat sie gesagt. Gelacht hat sie. Auf der Sonnenseite, 1962, neben Manfred Krug. Ansatzweise ist hier die spätere Paraderolle zu erahnen. Der waschechte Berliner Schubert übersiedelte nach dem Mauerbau in den Westen, changierte durch etliche Kriminalfilme und Lustspiele und amüsierte das Publikum auf der Bühne. Nie wird mein Sohn gegen meinen Willen heiraten. Niemals! Falls ich jemals einen Sohn haben sollte. Mitte der 70er Jahre setzte sich Schuberts komödiantische Seite mehr und mehr durch. Beliebt machte ihn zum Beispiel seine Rolle in der Serie Kara Ben Nemsi Effendi als Hatschi Alef Omar Ben Hatschi Abel Abbas Ibn Hatschi David Al-Gossara oder die Mitwirkung in den himmlischen Töchtern neben Dieter Hildebrand. Was wollen die mit deinem Sarg im Flugzeug? Ja, für einen Piloten wie Tino gehört das zur Standardausrüstung. Er hat bestimmt bei Mama unser Kantinenessen gekriegt. Schubert hatte das einzigartige Talent, widersprüchliche Eigenschaften einer Figur einerseits darzustellen, zugleich diese jedoch auch zu karikieren. Der Drehbuchautor Wolfgang Menge erkannte diese Gabe und schenkte ihm die Rolle seines Lebens. Geschnatten Tetzlaff, ich bin der Gastgeber hier. Mit Herz und Seele stürzte sich Schubert in die Figur Alfred Tetzlaff. Er zeigte sich borniert, konservativ, reaktionär, bigott, judenfeindlich, antikommunistisch, intolerant, inhuman, selbstgerecht, selbstherrlich, ungezogen, ungebildet, unerträglich. Schubert selbst sagte über diesen kleingeistigen Spießbürger: Ich habe mit dem Typ überhaupt nichts zu tun. Ich habe den nie gemocht, den Typ. Dennoch ist die Kunstfigur Alfred Tetzlaff die Rolle, die mit ihm auf ewig verbunden bleiben wird. Heinz Schubert, gestorben heute vor 20 Jahren im Alter von 73 an einer Lungenentzündung. Bremen 1, die Chronik. Jederzeit auch in der ARD-Audiothek-App.